Irgendwie sind wir ja alle immer auf der Jagd nach Erfolg. Und warum ist das genau das Falsche? Weil alles, das weißt du, alles, was du jagst, das läuft davon. Und du musst irgendwie schneller sein, um das, was du jagst, einzufangen und zu erlegen. Das ist ein energetisches Spiel. Weil alles ist Energie. Und wenn ich in die Position des Jägers einsteige, dann muss es da draußen etwas geben, was ich jagen muss. Und wenn ich es jagen muss, dann ist es nicht da. Dann läuft es vor mir weg. Dann ist es nicht bei mir. Dann ist es im Mangel und dann ist es in der Abwesenheit. Und das muss uns, jeden Tag muss uns das wieder bewusst werden, weil genau das ist die Ursache und das ist der Grund, warum wir müde werden, warum wir energielos werden, warum wir deprimiert sind, warum wir enttäuscht sind und letztendlich auch, warum wir krank werden. Weil wir in unserer Wahrnehmung da draußen immer wieder Dinge sehen. Das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Die hat das, das gibt's, das habe ich nicht, das habe ich nicht und das habe ich nicht. Und das ist genau der Punkt, was uns dazu bringt, jemand zu sein, der die Dinge nicht hat, die er sich wünscht. Und hier diese Konsequenz und diese Klarheit und immer wieder diese Wahrnehmung von das habe ich nicht zu verändern in eine Wahrnehmung von das habe ich. Das habe ich. Ja, aber wie kann ich das machen? Ich habe es ja nicht. Ich habe es ja nicht. Ich sehe es ja nicht. Ich kann es ja nicht anfassen. Es ist ja nicht da und ich sehe es nicht in meinem Leben. Ich bin nicht die, die es hat. Und nachdem, wenn du weißt, dass du der alleinige Schöpfer deines ganzen Universums bist. Wenn du weißt, dass niemand da draußen etwas für oder gegen dich tun kann, sondern dass du alleine die Zügel in der Hand hast, durch deine Energie, dadurch, dass du dieses energetische Spiel kennst und weißt, wer du sein musst, welche Energie du generieren musst, wie du diese Energie generierst, dass du letztendlich nicht mehr der Jäger bist, nicht mehr im Mangel bist, sondern die Person, die Persönlichkeit bist, die ihre Wünsche, Träume und Ziele hat, die das verkörpert. Diese Verkörperung heißt, du bist die Person, die es hat. Das heißt, ich verkörpere meine Ziele, ich verkörpere meine Wünsche, meine Träume, ich verkörpere es, ich bin die Verkörperung. Das heißt, du musst trotzdem im Außen, in der objektiven Welt, du Dinge noch nicht hast, die du dir wünschst, musst du schon einen Schritt vorausgehen und in die Verkörperung einsteigen. Und das ist diese große, große Kunst, diese mentale Übung der Dinge, die du haben willst, voraus zu sein und nicht nachzurennen, nicht zu jagen, sondern auf der anderen Seite zu stehen und die Dinge zu empfangen. Okay, als Jäger läufst du hinterher deinen Wünschen, deinen Träumen, deinem Erfolg. Und solange in du der Position des Jägers bleibst, bist du diejenige oder derjenige, der den Dingen nachläuft. Derjenige, der müde wird, derjenige, der neue Strategien entwickelt, der oder diejenige, die sich immer wieder die gleichen Fragen stellt. Wie kann ich es fangen? Wie kann ich es kriegen? Wie kann ich es einfangen? Und dann bist du in dieser Jägerposition und bist
angekotzt, angepisst, es scheißt dich an, weil du immer wieder hinten nachrennst. Immer wieder, es ist nicht da, ich muss nachrennen, wie soll ich es machen, wie soll ich es kriegen, wer kann mir helfen, wer kann es mir zeigen. So, und jetzt ändere die Position und sei der Empfänger der Beute. Sei derjenige, der dasteht mit offenen Armen und das Gejagte empfängt, weil es ganz genau weiß, es wird angezogen, es kommt zu mir, bei mir ist es wohlig, bei mir ist es zu Hause, es kommt sowieso zu mir, weil es bei mir schön ist. Aber dann musst du dich eben in diese Position bringen. Und das ist das, was die meisten Spirituellen unter männlicher und weiblicher Energie verstehen. Ja, der Mann ist der Jäger und die Frau sitzt zu Hause und empfängt. Aber jetzt nimm das mal raus aus der realen Welt und nimm es rein in die energetische Welt. Dann gibt es da die Energie, die sagt, oh, da ist etwas, das will ich haben. Ja, das ist einfach nur ein Schritt. Da ist etwas, das will ich haben, das will ich erleben, das will ich erreichen, das will ich in meinem Leben haben. Ja, das ist das Männliche, das will ich haben, das gehört zu mir, das passt zu mir, das ist meins. So, und jetzt bist du fertig mit männlicher Energie und jetzt bist du fertig mit Jagen, egal ob du Mann oder Frau bist. Weil es ist ein energetisches Spiel, das hat mit Geschlechtern eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also bist du fertig mit der männlichen Energie, du hast es festgestellt, du hast deine Beute gesehen und gesichert. Und damit hast du diese Beute schon losgeschickt. Und jetzt sitzt die Frau zu Hause und die ist bereit, diese Beute zu empfangen. Weil diese Empfangsenergie kommt jetzt ins Spiel. Und da brauchst du nicht verschiedene sein, ja, du brauchst nicht der Jäger sein und dann brauchst du auch nicht irgendwo eine Frau haben, sondern es bist alles du und das ist damit gemeint, mit dieser Harmonie in dir. Und wenn du das festgelegt hast, was deine Beute ist, was dir zusteht, was du haben möchtest, was zu dir passt, dann musst du genau diese Person sein, die diese Beute empfängt. Ja, und die diese Beute liebt, wertschätzt, sich darüber freut, sieht, wie es ins Leben passt, wie es zu dir gehört, wie es angekommen ist, wie du dich fühlst, wenn es angekommen ist. Und das ist eigentlich das, was damit verstanden ist, weil die meisten sagen immer, ja, du musst männliche und weibliche Energie, die musst du balancieren, die musst du in Harmonie bringen. Und dann kommt immer die Frage, ja, wie soll ich es denn machen? Und wenn dein Kopf nicht versteht, dass es nichts mit deinem Geschlecht zu tun hat, sondern einfach mit der Qualität der Energie, die du aussendest. Und einmal sendest du einfach die Energie aus, die sagt, das will ich haben, ja? Das ist die männliche Energie, das ist das, ich möchte es haben. Und das reicht schon, weil sonst bleibst du in dieser männlichen Energie des Jagens und des Jägers und du powerst dich aus. Deswegen hüpfst du dann in die weibliche Energie. Und sagst, ja gut, super, jetzt kommst du zu mir, jetzt empfange ich es, jetzt bin ich glücklich, jetzt muss ich nicht mehr rennen, jetzt entspricht mir das, jetzt kann ich mich schon drauf freuen, jetzt empfange ich die ganze Sache. Ja, und darum geht es, diese Balance in deinen Gedanken so zu leben, dass es sich letztendlich im Außen zeigt. Und die meisten bleiben eben Jäger. Die fragen sich immer, wie kann ich die Beute fangen? Wie kann ich es in mein Leben bringen? Wie kann ich es erlegen? Und so kommt es die ganze Zeit eben zu diesem Hustle, zu dieser Anstrengung. Und letztendlich ist das Männliche eigentlich nur diese Entscheidung, ich möchte es haben, es gehört zu mir, es entspricht mir. Und dann hört es schon auf, dann hörst du auf, danach zu rennen und zu jagen. Und dann gehst du in die Empfängerenergie, nennen sie weibliche Energie. Dann ist es schon festgelegt, dann ist es schon da, dann ist es energetisch schon in deiner Welt, in deiner Vision, dann ist es schon für dich gedacht, dann dein Wunsch ist ein Versprechen und dann liegt es daran, dass du dieses Zuhause
herrichtest, dass du dieses Zuhause verkörperst für deinen Wunsch. Und das kannst du nicht beides gleichzeitig machen. Du kannst nicht jagen und dem Zeug hinterherrennen und gleichzeitig dein Zuhause herrichten, in den Empfangsmodus gehen, da schon weiterzudenken und zu sagen, ja cool, jetzt gehört es schon mir, und all das zu machen, was du dann machen würdest, wenn du es hättest, ja. Und das muss in deinen Kopf rein. Jedes Mal, wenn du dich erwischt, dass du etwas jagst, ja, Erfolg, Geld, Liebe, Partner, Traummann, Traumfrau, Traumhaus. Wenn du merkst, es wird anstrengend, wenn du merkst, Scheiße, ich jage, dann weißt du sofort, dass du am falschen Ende sitzt, dass du da sitzt, wo genau das, was du willst, von dir wegläuft. Und dann musst du an das andere Ende springen, in die Energie, wo du genau weißt, dass das, was du willst, zu dir kommt. Wo du genau weißt, dass es zu dir gehört, dass es dir entspricht. Und dann merkst du auch schon, wie es leichter wird, wie es nicht mehr anstrengend ist, wie du dich entspannen kannst, wie du in einen ganz anderen Seinszustand eintrittst. Und genau da, in diesem energetischen Seinszustand, in diesem Bewusstsein, in dieser Energie, kommen die Dinge zu dir. Genau da passiert dieses Magische, dieser Magnetismus. Und das muss dein Kopf verstehen. Deswegen habe ich es dir so bildlich aufgezeigt, wo du dich immer wieder fragen kannst, was jage ich jetzt gerade? Was bringe ich in die Abwesenheit? Was vertreibe ich? Was stoße ich weg? Und dann merkst du das und dann kannst du dir die richtige Frage stellen und kannst sagen, ja gut, jetzt habe ich es, jetzt geht es aber darum, dass ich es empfange, jetzt geht es aber darum, dass ich dieses Heim bereite, dass ich dieses energetische Zuhause bereite, dass ich die Energie habe, die ich dann habe, wenn die Sache bei mir ist. Und das ist eigentlich das, was die meisten nicht verstehen, wenn sie versuchen zu manifestieren, dass sie eigentlich auf dieser Jägerseite sind und den ganzen Erfolg, den sie sich wünschen, verjagen. Und ich hoffe, dir hat jetzt dieses Jägerbeispiel gedient, weil es geht wirklich darum, so eine Erfolgsmentalität zu generieren, zu sehen, okay, was ist denn was? Wie sind denn die Energetics hinter meinem Erfolg? Wie sind die Energetics hinter meinen Wünschen? Und das ist genau das, worauf ich spezialisiert bin. Ich kann genau sehen, wo du dich gerade befindest in Bezug auf deinen Wunsch, in Bezug auf deinen Erfolg, in Bezug auf das, was du eigentlich haben möchtest, ob du noch auf der Jägerseite stehst und oder ob du schon auf der Empfängerseite stehst, weil meistens merkst du das selber überhaupt nicht. Meistens merkst du gar nicht, wie abstoßend du bist mit deiner Energie, mit deinen Ansichten, mit deinen Rückschlüssen. Du weißt gar nicht, wo deine Beschränkungen sind, wo du dich eben nicht traust, vom Jäger zum Empfänger zu werden, weil du dich ja so sicher fühlst in der Jägerposition, weil du ja weißt, wie man jagt, weil du ja alle Strategien, weil du ja alles schon parat hast und weil du das ja umsetzen möchtest. Und genau darum bist du halt immer diese Umsetzerperson, diese Strategieperson, diese Macherperson, die die ganze Zeit als Jäger denkt. Jäger brauchen Strategien, Jäger versuchen zu analysieren, Jäger versuchen von ihrem Wild oder von dem Gejagten rauszufinden, wann macht es eine Pause, wie kriege ich es müde, wann kann ich es erlegen, wann kann ich es heimtragen. Und das macht den Jäger so müde. Und immer wieder bleibt der Jäger Jäger. Und ich möchte dir sagen,
Jäger sein ist eine ganz kurze Sache. Du fängst an, das Ding rauszuschießen und zu sagen, das will ich erlegen. Diese Frau will ich haben, dieses Leben will ich haben, diesen Kontostand will ich haben, diesen Körper will ich haben, dieses Level an Gesundheit will ich haben. Punkt. Fertig, Jäger. Jetzt gehst du ans Empfängerende und das ist so viel mehr Aufgabe. Es ist so viel mehr zu tun dort, dieses Heim herzurichten, diese Persönlichkeit stabil zu machen, dieses empfangene Wesen zu sein, das die ganze Zeit empfängt und sich weiterentwickelt, weiter wächst und einfach nur kurz auf die Jagd geht, das Wild quasi visiert und dann schon empfängt. Dieses Spiel ist das Spiel des Lebens. Dieses Spiel ist ein mentales Spiel. Dieses Spiel ist etwas, was so viel Spaß macht, wenn du erkennst, dass du wirklich aufhören darfst, Jäger zu sein die ganze Zeit und dass diese Empfänger, dass du das, was du dir wünschst, dass das eigentlich so ein viel, viel größerer Teil deines Lebens sein kann und darf und soll. Aber dazu brauchst du die richtige Mentalität. Du brauchst die richtigen Ansichten. Du brauchst die richtigen Perspektiven. Du musst wissen, wie du die Energetics in dir herstellst, dass du eben diesen Magnetismus, dieses Empfangen, dieses Es kommt zu dir, diese Sicherheit, diese Zweifel, diese Ängste ablegen kannst. Weil du dein Leben lang Jäger warst, weil du dein ganzes Leben lang aus der Perspektive eines Jägers gedacht hast, weil du das gelernt hast, weil das ist, worin du ausgebildet bist, weil das ist, worin wir Menschen ausgebildet worden sind. Und jetzt liegt es an uns selber zu erkennen, dass wir nur 50% des Spiels gelernt haben und dass es jetzt an uns selbst lernen, sich selbst leiten, führen, dahin in diese Position, in der ich eigentlich sein will, weil sonst hätte ich ja am Anfang gar nicht angefangen zu jagen. Sonst wäre ich ja gar niemals zum Jäger geworden, wenn ich nicht das Ziel gehabt hätte. Ich möchte ja irgendwann mal mit meiner Beute glücklich sein. Ich möchte ja irgendwann mal meine Beute genießen. Aber diese Beute, die kannst du nicht erlegen, wenn du sie energetisch immer wieder wegschiebst und immer wieder der Jäger bleibt. Diese Beute, die kannst du nur zu dir ziehen und annehmen. Und darin sind wir alle nicht gut, weil wir es alle halt nicht gelernt haben, weil wir es alle halt auch nicht verstehen, weil wir es alle nicht energetisch erklärt bekommen haben, weil wir es alle nicht erklärt bekommen haben, wie wir diese Energien generieren, weil das für uns einfach nicht in der Gesellschaft ist, dass wir mehr Empfänger sind als Jäger. Da draußen sind alles Jäger. Und diese Jäger beängstigen uns auch noch, weil diese Jägerenergie, die ist so abstoßend, die ist so gefährlich, die ist so radikal, die ist so manipulativ. Und das ist genau diese Energie, die eigentlich niemand haben möchte. Jeder möchte die Energie haben, ich von zu Hause, ich bin angekommen, die Dinge kommen zu mir, die Sachen sind bei mir, es fühlt sich wohl an, es fühlt sich wohlig an. Letztendlich das, warum ich am Anfang auf die Jagd gegangen bin, muss ich eigentlich zuerst schon in mir selber generieren. Ich muss diese Persönlichkeit sein, ich muss diese Identität haben, ich muss diese Ruhe haben, ich muss dieses Vertrauen haben, ich muss diese Sicherheit haben. Und genau darum geht es, das zu lernen. Es geht darum, diese Transformation zu machen in sich selber. Diese Transformation in seinem Kopf, in seiner Mentalität, in seinem Denken. Daraus kommt ein ganz, ganz anderes Handeln. Dann handelst du nicht mehr wie ein Jäger, sondern dann weißt du, wie du handelst als Empfänger.
dann weißt du, wie du denkst, wie du fühlst als Empfänger. Und dann hast du das bekannte Living in the End von Neville Goddard erreicht. Und dann laufen die Dinge wie von alleine, weil sie aus deiner Energie heraus entstehen. Und diese Transformation darfst du machen. Du darfst diese Selbstsicherheit bekommen. Du darfst dieses Gefühl, unterstützt zu sein. Du darfst dieses Gefühl, zweifelsfrei sicher zu sein, wenn du eben gerade nicht jagst, ja, dass du dich wirklich sicher und wohl fühlst, weil du weißt, das ist das Richtige, was du tun kannst. Du musst nicht auf die Jagd gehen, sondern du hast gerade den Job gefasst, dir dieses Zuhause, dieses energetische Zuhause zu schaffen für das, was du jagst. Ja, und da bist du dann plötzlich angekommen, dann hast du dieses Gefühl von angekommen an all das, was du dir wünschst, warum du überhaupt das ganze Zeug jagst, das hast du schon mal in deine Welt gezogen. Dieses Gefühl ist dann schon mal da. Und erst dann, wenn du als Empfänger dich wohlfühlst, gut und richtig fühlst, dann hast du auch dieses Gefühl, dass du authentisch bist, dass du nicht eine Rolle übernehmen musst eines Jägers, dass du nicht irgendeine Strategie eines Jägers übernehmen musst, sondern dass du genau richtig bist, authentisch so, wie du bist. Und das ist das, was ich mit meinen Klientinnen mache. Und das ist das, was es immer wieder zu wiederholen geht. Es geht immer wieder besser und tiefer und mehr zu verstehen. Und jedes Mal, wenn man das mehr und mehr und besser verstanden hat, dann zeigt sich eben dieser Erfolg, weil du es verkörperst, weil du es bist, weil du es empfangen hast. Und wenn du es empfangen hast, dann zeigt sich der Erfolg. Aber du kannst es nicht empfangen, solange du es noch jagst. Und genau das ist diese Harmonie, die du in meinen Coachings lernst. Ich bin da wie die Mama, die du nie hattest. Ich bin immer da. Ich bin manchmal mit Tough Love bin ich manchmal da, aber ich bin auch mit Erklärungen da. Ich erkläre dir deine Warum-Fragen. Ich zeige dir das energetische Spiel. Ich zeige dir, wie das zusammenspielt. Und dann merkst du, dass du alle Zügel in der Hand hast, dass du eben gar kein Jäger mehr sein musst auf die längste Strecke deines Lebens, sondern dass du diese Jägerrolle eigentlich komplett umschreiben kannst. Und zwar einfach nur in eine, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben, ich will das haben. Aber dass du diesen Part dazwischen, diese Schwere, dieses Nachrennen, dieses ewige sich kaputt machen, dass du genau diesen Part nicht mehr spielen musst. Und das wünsche ich mir für dich. Dazu gibt es von mir im Moment einen riesen Haufen von Selbstlernkursen auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Zu diesem Thema, wie du das wirklich umsetzt, gibt es ein Jahresprogramm mit deiner authentischen Erfolgsmentalität zum Cashflow und zum Lebensflow, wo du genau in diesen Fluss deines Lebens kommst. Oder du hast eben dieses höchste Programm, meine Ultramind Experience, wo du wirklich super, super intensiv genau in deinen Bereichen, in deinen Themen, in deinen Einschränkungen unterstützt wirst, genau diese aufzulösen. Und wenn du das nicht auflöst, wenn du diesen Switch nicht hinkriegst, dann wirst du dein Leben lang Jäger bleiben. Und dann wird es immer anstrengend sein, dann wird dir immer irgendetwas fehlen, dann wirst du immer nicht gut genug sein, dann wirst du immer Strategien suchen, dann wirst du immer diese Fragen haben und dann wirst du dich niemals einfach nur entspannen können in dein Leben und dein Leben genießen können. Das wünsche ich mir für dich. Ich habe im Dezember, mache ich noch 1:1 Calls für die Leute, die für diese Programme sich interessieren. Also schreib mir, dann können wir an ein Telefon oder Zoom-Call hüpfen und ich erkläre dir, was es braucht, dass du in diese Mastermind oder in das Jahresprogramm eintreten kannst. Bis dann. Tschüss.